Peace, Leute, was geht ab? Ich zeige euch hier, ich habe hier meine CD-Sammlung, eine Box und eine Schallplatte. Genau, ich zeige es euch mal. Da habe ich auch die CD dazu. Das ist die Schallplatte von Der Lieben Pink. Das ist die Beautiful Drama Schallplatte. Hier ist einmal eine Schallplatte drin. Hier ist das Booklet drin, also hier nochmal ein kleines. Und hier ist die zweite Schallplatte. So. Genau, und hier hinten sieht man auch die, also wo auf den Seiten dann drei Songs. Genau. Dann, ich habe jetzt glaube ich so Minimum 10 Stück, zwei doppelte CDs von Pink. Genau. Die möchte ich euch jetzt mal nach und nach zeigen und auch euch unten in die Infobox reinschreiben. Das war meine allererste CD von ihr. Die kennt Take Me Home. Das war die allererste CD, die ich mir damals gekauft habe. Genau. Na, geh auf. Dann kam ja später die Mrs. Was? Die hier. Genau. Dann. Und 2 Jahre später kam dann die hier raus. Ah, ich kann sie euch mal von innen zeigen. Genau. Das ist die von hinten. Und von innen. Dann habe ich. Na komm hier. Miteinander. Die hier doppelt. Weil hier einmal eine Box drin war. Die hier war eine, genau, die war eine Box drin. Und die anderen zwei. Oh, genau. Na. Einmal so. Aber die Rückseite. Ist genau die gleiche drin. Na, geh auf. Einer hat es nicht gut aufs Mann. Man sollte auch zwei Hände machen. Doppelgemoppelt hält sich besser. Das muss ich gerade mal gucken. Genau, das ist die So What CD, weil dazu fehlt mir die die Aufbewahrungsschachtel. Genau, das habe ich hier drin bei der Greatest Hits CD. Dann habe ich hier die Greatest Hits CD. Muss ich mal zu bekommen. Keine Ahnung. Die hier. Wow. Hier ist hinten die Rückseite. Dann habe ich die Jubert Love. Also die Pink at the Pink. Pink to Jubert Love CD. Das ist die hier. Und so sieht es von hinten aus. Hinten und von innen. Genau. Dann ist es die Version, wo ich hier euch eben die Schallplatte gezeigt habe. Also sieht man auch, die Minnie ist die große Schwester von der kleinen Schwester. Hinten sieht man auch, wenn die Songs draufstehen. Hier auch nochmal mit den Augen in Pappschuber. Hier mal immer das Booklet. Und von hinten. Genau. Dass man so hier die Songs sieht. Wenn ich dazu Links finde, werde ich euch dazu packen. Und. Aua, Finger. Das hier ist die CD dazu.
Ich weiß nicht, kann man das lesen? Ja. Dann ist das noch eine von der Pink. Hurts per Human. Nur da hinten sind die Songs drauf. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Featurings drauf. Auf der CD. Mal sehen. Das ist genauso ähnlich wie Beautiful Drama CD aufgebaut. Ja, haben wir das Booklet. Ja. Genau. Und Moment. Hier ist die CD dazu. Dann habe ich letztes Jahr zum Geburtstag 8 CDs vom lieben Phil Collins bekommen. Und ja, ich höre ihn. Die 8 CDs in der Box drin. Sieht man es auch. Hier steht der Name drauf. Ups. Zu einem Album. Okay, auf. Und hier seht ihr die 8 CDs. So. Habe ich von Culture Candela Best das gekauft, genau. Mit 2 CDs sind 22 Songs auf 2 CDs. Ja. Und hier neben drin ist das Booklet. Dann zeige ich euch. Ne, die zeige ich später. Muss ich ein bisschen weiter machen. Habe ich hier von Gotthard. Die Steve Lee in Memories CD. The Eye of the Tigers. Und hier hinten sind 13 Songs drauf. 14 Songs, Entschuldigung, 14 Songs. Genau. Dann kam dieses Jahr von der New Angels die 20 Jahre CD raus. Genau mit 20 Songs. Und hier drin ist das Booklet. Dann habe ich mir. Boah, kam das raus. 2018 das Album gekauft von Michael Patrick Kelly. Genau, die I did Life. Genau mit. Die CD hat 16 Songs und die DVD Blu-ray haben 22 Songs plus Making of. Bin ich durch eine Freundin dran gekommen. Gruß an dich. Genau. Dann kommen wir hier zu meinen Metal-CDs. Da habe ich auch eine Box dazu. Einmal Eskimo Callboy, das war 2017 mein allererstes Album To See. Hier haben wir die CD. Huch. Ja. Und hier haben wir das Booklet. Na? Dann habe ich hier das To See Album DVD Live in Köln. Genau. Was 2018 erschienen ist. Und dafür habe ich auch nicht mehr die Pappschachtel, weil das Ding, weil es mir kaputt gegangen. Auf dem Heimweg vom Mediamarkt. Wenn ich das aufgehe.
Hallo? Ah. Ach, du liegt meine DVD. Okay. Da hat sich gerade meine DVD verabschiedet. DVD und die CD. Und da verabschiedet sich gerade mein. So, jetzt habe ich hier dreimal mir das Rehab-Album gekauft, weil es einfach verschwunden gegangen ist. Ja, egal. Doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, achtfach gemoppelt, halt besser. Und jetzt haben wir einen Pappzug, also Pappcase und ein Plastik. Genau, und hier habe ich auch noch die Rehab-Box, die zeige ich euch dann gleich. Kamera, wo ich mit einmal gekauft habe. Keine Ahnung. Sieht so aus. Hier ist es. Tschüss. Booklet. Und hier. So. Und hinten sieht man noch, also man muss bei dem Song ja anfangen und dann so die ersten drei Lieder, also die ersten drei Lieder muss man zusammen hören. Genau. Und hier unten sind noch einmal die Piano-Version von Supernova und die Elektro-Version von Prism. Dann habe ich mir, also die, MXXZ EP letztes Jahr gekauft, genau. Da kam ja auch der neue Sänger dazu, also Sushi ist ausgestiegen. Genau, Sebastian, jetzt auch Ghost Kid heißt. Genau. Nico von Two Threads and the Wolves kam zu Eskimo Cowboy. Und hinten sind die Songs drauf. Ja. Dann kam im Mai diesen Jahres die MMXX Hyper Hyper Edition raus mit 3, 7 Featurings, oder? Ja. Genau. Mit Zertals Immortus, Boss, Hoss, 257er, Sascha. Gestört aber geil, Red Biff. Ihr könnt es lesen. Und Axel One. Genau. Dann kam letztes Jahr auch im November Ghost Kid raus. Mit 11 Songs. Das ist der Ex-Sänger von Eskimo Cowboy, der jetzt ein Solo-Projekt macht, genau. Mit Band, kann man so sagen. Und hier haben wir einen Patcher und sein Booklet dazu. So, jetzt drehe ich noch kurz das Unboxing der Rehab-Box. Bis gleich.